Ich sehe schon ein paar, ich sehe ganz viele, es ist unglaublich. Die ganze Stadt scheint voll zu sein mit UFOs. Das scheinen die von gestern zu sein, nochmals. Die überm News-Gebäude. Kann ich logischerweise nicht mehr fotografieren. Überm Land Act Reservoir hatte ich gestern auch schon. Dann überm überm Weinwurzsignal, überm Observatorium. Hatte ich auch schon. Und da hinten, das scheint überm Quartzentrum zu sein. Den hatte ich gestern auch schon. Also fünf habe ich bisher gezählt. Aber es hat noch deutlich mehr. Wie gesagt, die ganze Stadt ist voll. Die ganze Stadt ist voll mit UFOs. Schnell weg da. So, jetzt hier. Was ist das? Maze Bank Tower? Könnte sein. Einmal. Zweimal. In der Weinwurzsignal-Observatorium, die hatten wir schon. Ich weiß gar nicht, was das für ein Gebäude ist. Es ist nicht Maze Bank Tower. Den hatten wir schon. Observatorium Court Center hatten wir. Beim Riesenrad. War das dritte? Aber hier die ganzen Hochhäuser, drei Stück bei den Hochhäusern. Oh, schießen wollte ich ja gar nicht. Hier sind es jedenfalls nicht zu übersehen. Fünf.
Sechs. Sieben. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht hier, das hinten. Und unten beim Flughafen. Das neunte. Die schimmernde Beliefkappe wurde freigeschaltet und deinem Kleiderschrank. Ja, habe ich jetzt schon alle fotografiert, die es gibt, offenbar. Ja, so werden 500 Dollar los. Am Anfang dachte ich, es seien immer feste Zeiten, aber jetzt habe ich da gemerkt. Oh, jetzt. Sind sie aufgetaucht, auch über mir? Ich sehe es leider nicht, aber ich werde hochgezogen. Oh. Oh. Ich hatte gehofft, man sieht was vom U-Boot innen. Neue Kleidung, Fragezeichen, Fragezeichen. Na, wann unspawnten das Ganze? Das begreife ich auch nicht, wenn man in eine Session kommt, wie lange es geht. Ah, jetzt, okay. So, jetzt ein neuer Versuch, der dritte, zum dritten Mal ins UFO hoch. Vierter Versuch. Jetzt.
Latex-Handschuhe. Jetzt habe ich es auch. Ist das nicht toll?